liebe Followerin, willkommen zum ersten Grazien-Talk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze hier heute in Hamburg im UKE Eppendorf mit der tollen Frau Dr. Fröb, die hier am UKE arbeitet, und mit der Frau Dr. Wilke Schalport. Genau. Herzlich willkommen und schön, dass ich Sie heute ein bisschen interviewen darf. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Genau, wir freuen uns auch sehr. Wir sind schon ganz gespannt. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben die letzten Wochen schon immer einiges gepostet zu der vertraulichen Spurensicherung, die es bei uns in Schleswig-Holstein und auch bei uns im schönen Kreis der Herzoginnen im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt, in Kooperation mit den unterschiedlichen Universitätskliniken und auch einige Gynäkologenpraxen, die da mitmachen, und andere Partnerinstitutionen. Aber im Laufe der Zeit sind trotzdem noch mal ein paar Fragen aufgetaucht, auf die wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen näher eingehen dürfen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich einmal das Wort an meine Kolleginnen reichen, dass die sich einmal persönlich vorstellen, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mein Name ist Daniela Fröb, ich bin Fachärztin für Rechtsmedizin hier am Institut für Rechtsmedizin am UKE in Hamburg, eine der Koordinatorinnen für das Projekt Vertrauliche Spurensicherung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt in Schleswig-Holstein. Hallo, ich bin Nadine Wilke Schalhorst mit dem etwas umständlichen langen Namen, wie es so ist. Ich bin auch Fachärztin für Rechtsmedizin und arbeite jetzt als Oberärztin am Standort in Lübeck in der Rechtsmedizin. In Schleswig-Holstein gibt es ja zwei Institute, einmal in Kiel und einmal in Lübeck. Und Frau Fröb kenne ich schon seit vielen Jahren. Wir haben schon früher zusammengearbeitet, nämlich tatsächlich am Standort in Hamburg, am UKE zusammen. Und jetzt, seit ich nach Kiel-Lübeck gewechselt bin, arbeiten wir auch weiterhin zusammen. Und das finde ich ganz schön im Rahmen nämlich dieses wirklich wichtigen Projektes. Eine Frage, die eine Followerin uns direkt gestellt hat, ist denn, seit wann gibt es die denn überhaupt? Also seit wann gibt es das Projekt Vertrauliche Spurensicherung? Sie gibt es natürlich seit ihrer Geburt, aber das Projekt Vertrauliche Spurensicherung, seit wann gibt es das denn überhaupt? Also das Projekt läuft seit 2015, also jetzt tatsächlich schon einige Jahre. Wir kämpfen immer noch so ein bisschen damit, es wirklich publik zu machen. Also vielen ist das immer noch nicht bekannt. Und wenn wir sagen, es gibt doch das Projekt der Vertraulichen Spurensicherung schon so lange, dann sagen immer alle, ja was, habe ich noch nie was von gehört. Deshalb finden wir solche Auftritte natürlich ganz wichtig, um das eben auch bekannter zu machen. Das fing im Frühjahr 2015 an. Es gab eine Ausschreibung des Ministeriums in Schleswig-Holstein und auf die haben wir uns eben seitens des UKE, damals noch, als ich im UKE war, und auch seitens des UKSH beworben. Aber was sind denn die genauen Ziele von der vertraulichen Spurensicherung? Das ursprüngliche Ziel war, das Selbstbestimmungsrecht von Opfern sexualisierter Gewalt zu stärken. Es war dann letztendlich so, dass das Projekt etwas ausgeweitet wurde und mittlerweile ein Projekt ist für die vertrauliche Spurensicherung von Opfern häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt. In der vergangenen Woche hatten wir einen Post darüber, ob Geschädigte oder betroffene Frauen sich auch selbst fotografieren können. Da sind wir schon drauf eingegangen, dass es nicht unbedingt zu empfehlen ist wegen der Gerichtsfestigkeit und dann muss man ein paar Sachen mit beachten. In diesem Zuge hatte eine Followerin uns kontaktiert und von einer komischen Situation, ich sage jetzt einfach mal für sie, sehr komischen Situation erzählt. Und zwar ist ihr was passiert, sie ist zur Polizei gegangen und hatte auch super den Mut, eine Anzeige zu machen. Aber in diesem Zuge wurden die Fotos von ihren Verletzungen direkt von männlichen Polizisten auf der Wache gemacht und sie fühlte sich in diesem Zusammenhang total unwohl und überfordert und auch irgendwie so überrumpelt, dass das auf einmal alles in diesem Moment erledigt werden musste, damit die Akte voll ist oder vollständig ist. Und die Frage kam dann natürlich aus, was raten Sie denn von der vertraulichen Spurensicherung Frauen, die eventuell in einer ähnlichen Situation sich befinden? Also grundsätzlich muss man sagen, kann man natürlich auch bei der Polizei sagen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Normalerweise, das wundert mich in der Situation wirklich so ein bisschen, achtet die Polizei eigentlich schon darauf, dass Frauen auch von weiblichen Beamtinnen dann eben auch befragt werden und wenn Fotos gemacht werden, dann eben tatsächlich auch. Also da ist die Polizei normalerweise auch
gut sensibilisiert. Das muss man zur Verteidigung, denke ich mal, der Polizei auch deutlich sagen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich, ich weiß nicht, wie da die Situation war, wie es dazu gekommen ist, dass dort letztlich durch einen Mann Fotos gemacht wurden. Aber ich denke, das ist umso wichtiger, dass sich die Frauen auch deutlich machen, dass sie sich in der Situation unwohl fühlen. Die Polizei ist natürlich dann, es erfolgt eine Anzeige und dann ist es ein sogenanntes Offizialdelikt, ja, wenn man in deren Fachsprache spricht. Das bedeutet, die müssen ermitteln und das ist das, was sie dann tun. Das, die rattern dann sozusagen ihr Programm runter und vielleicht wird da so ein bisschen vergessen, dass unter Umständen die Situation für die Betroffenen tatsächlich schwierig oder unangenehm sein könnte. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, was man auch noch so einer Frau dann raten kann, ist, dass sie sich trotzdem danach bei uns vorstellen kann, bei uns einen Termin in der Rechtsmedizin machen kann und sich auch von uns nochmal untersuchen lassen kann. Bei uns ist es so, dass wir eine Untersuchung vertraulich behandeln, das heißt in einem Untersuchungsraum, in der Regel eben nur mit einer Untersucherin oder einem Untersucher. Je nachdem, wie es auch gewünscht ist, können wir das natürlich auch gleichgeschlechtlich realisieren. Oder wir versuchen es zumindest gleichgeschlechtlich zu realisieren und dann kann man natürlich auch nach Fotoaufnahmen auf der Polizeiwache, eben auf der Rechtsmedizin, auch nochmal Fotos von den Verletzungen machen und letztendlich auch ein rechtsmedizinisches Gutachten anfordern. Was ist denn, wenn eine Frau sich selbst nicht traut, bei Ihnen anzurufen? Also ich meine, es sind ja auch sehr herausfordernde, sehr stressige, traumatisierende Situationen, die manche Frauen dort durchleben. Grundsätzlich kann sich jeder bei uns melden, also auch Dritte, die nicht selber betroffen sind. Es kann sich auch jemand bei uns melden, der vielleicht Kenntnis von einem Vorfall hat, sich überhaupt fragt, was kann ich da tun, wie kann ich da unterstützen. Auch da können wir, wenn wir vielleicht nicht direkt unbedingt dann die richtigen Ansprechpartner sind, auch erstmal Hilfe vermitteln. Und wenn es direkt um die Frage der Dokumentation geht, also wenn das der Sinn ist, den Kontakt zur Rechtsmedizin zu suchen, dann kann natürlich auch jeder, es kann die Freundin sein, es kann die Mutter sein, die bei uns anruft und eben für die betroffene Person sich bei uns danach erkundigt. Das ist also überhaupt kein Problem. Also anders als in anderen Einrichtungen ist es nicht Voraussetzung, dass die Person selber bei uns anrufen muss, um untersucht zu werden. Genau, also bei uns kann wirklich jeder anrufen, es kann auch ein Dolmetscher sein, es kann jemand von einer Hilfsorganisation sein, es kann eine Mitarbeiterin vom Frauenhaus sein. Das ist vollkommen egal, wer bei uns anruft, sich beraten lässt oder auch einen Termin für jemand anderen machen möchte. Wenn meine Frau sich nicht alleine traut, herzukommen, ist es denn auch möglich, das hatten wir, glaube ich, schon in einem Post auch schon gesagt, ist es ja durchaus möglich, dass man jemanden mitbringen kann. Vielleicht Tipps, wie die Frau, die die Begleitung ist oder Mann, der die Begleitung macht, Tipps, wie der oder diejenige sich verhalten soll. Soll sie sich eher zurückhalten oder eher Händchen halten? Oder was können Sie da aus Erfahrung sagen? Wie sollten sich diese Personen verhalten? Bei uns gibt es keine Vorschriften. Das wird erstmal so als allererstes, würde ich sagen. Ansonsten, glaube ich, ist es wichtig, und da, glaube ich, spreche ich auch definitiv für uns beide, wir gehen einfach davon aus, dass die Begleitperson, die mitkommt, ja eben die Vertrauensperson ist und dass die diese Person auch kennt. Und ich versuche schon auch für mich so ein bisschen bei den Untersuchungen zu gucken, wie ist die Interaktion. Und wenn ich merke, die Freundin guckt vielleicht ein bisschen skeptisch, dass ich dann auch denke, okay, ich frage nochmal nach, ist gerade irgendwas unangenehm, dass man auch versucht, so diese, ja, dieses Zwischenmenschliche auch aufzunehmen. Und ich finde gerade, dass die Begleitperson, sei es Freundin oder wer auch immer Familienmitglied, oft insofern hilfreich ist, weil sich vielleicht die betroffene Person selber in dem Augenblick gar nicht traut. Die sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich muss das jetzt machen. Und man merkt aber allein an dem Gesichtsausdruck, oh, irgendwas stimmt nicht und es ist aber nicht so richtig greifbar. Dann ist so eine Freundin, die daneben steht und sagt, komm, ich glaube, wir brauchen mal eine Pause. Und dass man das auch für, dass wir das auch annehmen und sagen, okay, die Person hätte selber das jetzt sich nicht getraut zu sagen. Und dass man dann aber merkt, okay, sie möchte wirklich Pause wäre jetzt gut. Man muss jetzt leider sagen, momentan pandemiebedingt können wir das momentan nicht unbedingt garantieren. Also es ist tatsächlich so, dass auf dem UKE-Gelände, und ich gehe davon aus, dass es am UKSH vielleicht ähnlich ist, ein Besuchsverbot gibt, sodass wir momentan nicht unbedingt garantieren können, dass eine Begleitperson mit zur Untersuchung kommt. Was aber auf jeden Fall immer natürlich möglich ist, wenn die Begleitperson, die Person, die bei uns untersucht wird, eben hier hinfährt und bis in den Wartebereich dann begleitet. Also wir haben den Vorteil, sage ich jetzt mal, am Standort in Kiel und auch in Lübeck, dass wir so ein bisschen von dem Klinikbereich auch noch ein bisschen mehr abgeschirmt sind.
sodass, sage ich mal, diese strengen, wirklich ganz strengen Corona-Regeln, die im Klinik, im Hauptklinikum gelten, da sicherlich so ein bisschen abgeschwächter sind. Aber natürlich können wir nicht so viele, unser Untersuchungsraum ist auch nicht so riesig und von daher muss man so ein bisschen gucken, inwieweit Abstand gewahrt werden kann. Das spielt zurzeit sicherlich eine Rolle. Ja, eine andere Frage, die sich jetzt im Laufe der Woche ergeben hat, gibt es Situationen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind? Also ich glaube, primär immer der Überraschungseffekt, dass wenn die Betroffenen den Weg zu uns in die Rechtsmedizin gefunden haben, feststellen, oh, es arbeiten da auch Frauen. Ich glaube, das wird im Fernsehen oft auch noch anders suggeriert. Es sind nicht nur Männer und vor allem auch die Tatsache, dass die Rechtsmedizin eben sich auch mit Lebenden beschäftigt. Also das ist immer was, wo ich immer so ein bisschen so ein Grinsen auch im Gesicht habe dann bei den Untersuchungen, wenn die Frauen da sitzen und sagen, ach, ich bin aber froh, hierher gekommen zu sein. Oder das ist ja wirklich toll, dass es das gibt. Und ich glaube, ich nehme Flyer mit und ich werde anderen davon erzählen. Also, dass wir tatsächlich es schaffen, diese erste Hürde, die vielleicht da ist, wenn man an Rechtsmedizin denkt, so ein bisschen ja, die Hürde kleiner zu machen, indem man merkt, da sitzen nette Personen, mit denen man sich unterhalten kann und denen man sich anvertrauen kann und die einen auch ja wirklich auch ernst nehmen mit dem Problem, mit dem man zu uns kommt, würde ich so sagen. Ich habe mich in der Vergangenheit durchaus häufiger mal gefreut, wenn Personen, die häufiger hier vorstellig geworden sind, die Opfer von Beziehungsgewalt geworden sind, sich nach mehreren Untersuchungen, also nach mehreren Vorfällen und Beratungen durch mich dann doch letztendlich dazu entschlossen haben, eine polizeiliche Anzeige zu erstatten und dann die ganzen rechtsmedizinischen Gutachten, die ich erstattet habe, auch wirklich angefordert haben, um an die Polizei weiterzugeben. So etwas freut mich natürlich auch, weil ich denke, dass das sehr sinnvoll ist und dass ich damit eben auch die Person, die Gewalt erfahren hat, unterstützen kann. Nichtsdestotrotz bieten wir natürlich eine vertrauliche Spurensicherung an, eine vertrauliche Untersuchung, eine niedrigschwellige Untersuchung und eine polizeiliche Anzeige ist eben keine Grundlage für die Untersuchung. Es ist aber natürlich schön, wenn es irgendwann im Verlauf dann doch dazu kommt. Die Frauen können auch tatsächlich öfter herkommen? Ja, natürlich. Also Frauen sowie Männer oder auch Jugendliche können natürlich jedes Mal, wenn sie Gewalt erfahren haben, also gerade bei häuslicher Gewalt, ist es ja einfach so, dass es häufiger passiert oder mehrfach passiert. Sie können sich jederzeit bei uns vorstellen und eben mehrfach, also es gibt da tatsächlich gar kein Limit, jedes Mal, wenn wenn es eine Gewalterfahrung gab und Verletzungen am Körper sind, die wir dann eben dokumentieren können, kann sich eine Person bei uns vorstellen. Also ich glaube, auch nur so wird man dem, sag ich mal, Phänomen der häuslichen Gewalt auch gerecht, indem man das anbietet, es wirklich mehrfach machen zu können. Und gerade das, was ja auch die Polizeibeamten immer wieder in ihrer Ausbildung lernen, im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, zu verstehen, dass diese Frauen einfach auch häufiger die Polizei rufen werden und dass die Polizei auch lernen muss, okay, ich fahre dahin und fahre wieder weg und werde kurze Zeit später wieder gerufen. Und ich finde, diese Aspekte, die muss man in dieser Thematik, wo es so wichtig ist, das auch wirklich mit aufnehmen und sich klar machen, dann kann es nicht sein, jeder hat irgendwie nur so einen Gutschein und den darf er dann nur einlösen. Das geht nicht, das wird der Sache überhaupt nicht gerecht und von daher ist es wichtig, dass, glaube ich, allen bewusst ist, sie können so oft, sie wollen zu uns kommen und wir dokumentieren das immer. Natürlich wird es so sein, dass wir nahelegen, dass es doch sinnvoll wäre, auch eine Anzeige zu machen. Aber ich mache es zum Beispiel so, und ich glaube, ich mache das ja auch so ähnlich, dass ich mir auf keinen Fall auch eine Schweigepflichtsentbindung gleich unterschreiben lasse. Ich finde, das gibt auch nochmal unheimlich viel Sicherheit für die Betroffenen, dass sie wissen, ohne eine Schweigepflichtsentbindung sind wir nicht befugt, diese Befunde an Dritte weiterzugeben. Und wenn man sich die auch gar nicht erst ausfüllen lässt, dann haben die Frauen auch nochmal mehr, oder die Betroffenen generell nochmal mehr die Sicherheit auch zu wissen, die Befunde können nirgends hin, sondern die bleiben hier und sie sind erstmal hier dokumentiert und hier ist es sicher und hier kann ich auch nochmal herkommen und es nochmal dokumentieren. Genau, vielleicht lässt sich da nochmal ganz klar sagen, auch wir Rechtsmedizinerinnen unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Die weitere Frage, die eine Followerin von uns gestellt hat, was zeichnet Sie denn besonders aus? Die besondere Aufgabe, die wir Rechtsmedizinerinnen haben, ist, dass wir ja eben objektive Gutachter oder Sachverständige sind. Wir sind natürlich auch empathisch, aber wie
wir müssen auch ganz klar sagen, dass wir eben kein enges Verhältnis zu unseren Patientinnen haben, wie zum Beispiel ein Hausarzt oder eine Hausarztpraxis, die ja in der Regel vielleicht eine ganze Familie behandeln über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Wir haben schon eine gewisse distanzierte, oder wir sind relativ distanziert einfach, wir sind natürlich auch empathisch und beraten, aber wir haben schon in dem Sinne eine besondere Funktion als Ärztinnen. Wir behandeln nicht, sondern wir diagnostizieren und wir sind oder wir agieren teilweise eben auch als Gutachter vor Gericht und sind im Rahmen dessen eben objektiv. Wie viele Fälle haben Sie denn so pro Jahr? Also wir hatten jetzt im letzten Jahr, wenn wir jetzt aktuell eine Auswertung gemacht, hatten wir für den Bereich, den wir von Kiel-Lübeck aus betreuen, 171 Untersuchungen, die jetzt durch die Rechtsmedizin gemacht wurden. Davon waren 99 Kinder, die wir untersucht haben. Das ist aber nochmal ein speziellerer Bereich. Also letztlich muss man sagen, zu wenig. Das ist das, was wir auch sozusagen zusammen festgestellt haben. Bei euch waren es... Bei uns waren es 44 Erwachsene, die wir im letzten Jahr untersucht haben. Genau, also eigentlich eine Zahl, die sehr niedrig ist, auch was unsere Erfahrung angeht, auch was unsere Erfahrung in Hamburg eben angeht. Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist und wir glauben, dass es auch viele Betroffene gibt in Schleswig-Holstein, die das Projekt noch nicht kennen und das Angebot noch nicht kennen. Und es wäre natürlich schön, wenn möglichst viele Betroffene etwas über das Projekt erfahren und wissen, dass sie sich vertrauensvoll an die Rechtsmedizin wenden können. Also ich finde, das ist auch gerade im Moment ganz interessant, dass gerade zur Corona-Zeit alle sprechen davon, dass die häusliche Gewalt angestiegen ist. Natürlich wurden wir auch gefragt, ist das denn merkbar in der Rechtsmedizin? Gab es denn jetzt so viel mehr Untersuchungen? Und wir mussten bisher tatsächlich sagen, nein, wir haben es tatsächlich noch nicht gemerkt. Aber ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass es die nicht gibt, sondern ich glaube, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sogar noch höher, als sie vorher war. Weil die Betroffenen wahrscheinlich noch weniger Möglichkeiten haben, von zu Hause rauszukommen, unter einem Vorwand vielleicht tatsächlich auch, sich dann bei uns vorzustellen. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, dass es eben diese Möglichkeit auch gibt und das auch publik zu machen. Wichtiger Stichpunkt, wir müssen dieses super tolle Projekt noch weiter publik machen und eine größere Reichweite dessen erzielen. Also teilt bitte dieses Video und unsere Post so oft und wie möglich, wie ihr könnt. Mehrfach Posts sind übrigens durchaus erlaubt. Erzählt euren Freundinnen, Mamas, Omas, den Landfrauen liebe Grüße an dieser Stelle. Erzählt es überall und erzählt es auch den Männern. Es gibt auch tatsächlich durchaus Männer, die hinschauen und männliche Gewalt nicht unbedingt verschweigen oder tabuisieren, sondern die auch aufmerksam sind und die Gesellschaft verändern möchten. Erzählt es. Und falls ihr noch Flyer von der vertraulichen Spurensicherung haben möchtet, können wir sicherlich vermitteln, dass es auch bei euch, bei Ihnen vor Ort dann vorhanden ist. Genau, dann sind wir auch schon zum Schluss gekommen und ich habe mir nämlich eine tolle Schlussfrage, wie ich finde, ausgedacht. Was möchten Sie denn gerne den Frauen als erstes und danach der Politik? Liebe Grüße an die PolitikerInnen, die sich auch zuschalten und dieses Video anschauen. Wir werden dieses Jahr sicherlich nochmal näher in Kontakt kommen, damit wir unser nächstes Jahr planen können. Was möchten Sie denen nochmal mit auf den Weg geben? Also ich würde sagen, Stichwort sensibilisieren, Aufmerksamkeit für dieses Thema, offen sein für dieses Thema. Das, was schon gesagt wurde, eigentlich das Thema mehr in die Breite zu tragen, die Möglichkeiten, sei es den Verweis auf Beratungsstellen, den Verweis auf die rechtsmedizinischen Ambulanzen, also wirklich auch die Rechtsmedizin dort als festen Bestandteil zu sehen und daran zu denken, dass es uns gibt und dass Verletzungen verblassen, also die äußerlichen Verletzungen verblassen. Hämatome sieht man irgendwann nicht mehr und die Menschen dahingehend zu sensibilisieren, ist es wichtig, diese Verletzungen zeitnah zu dokumentieren. Dann hat man nachher alle Zeit, um sich in Ruhe zu überlegen, was man denn dann eigentlich machen möchte. Ich möchte eigentlich allen Betroffenen sagen, dass sie gerne mutig sein können und sich einfach bei uns melden können. Wir beraten gerne am Telefon, wir beraten per E-Mail. Das Ganze ist auch durchaus anonym möglich und kommen Sie gerne zu uns, lassen Sie sich auch gerne von uns untersuchen. Damit vertun Sie sich eigentlich nichts, im Gegenteil, Sie gewinnen dadurch durchaus und
können einen wichtigen Schritt machen gegen Gewalt.